Jo, Freunde, herzlich willkommen zurück. Es geht hier wieder der Punk ab. FPS-technisch nehme ich jetzt einfach mal MSI Afterburner, um mal zu gucken. Ich habe mit dem Inspektor das Limit auf 75 stehen, allgemein eigentlich gerade. Finde das ein bisschen komisch, was da passiert. Eigentlich sollte er ja bis 75 laufen, auch während des Rennens, aber naja, gut. Vielleicht baut Steam da ja Mist da oben. Da so über mir. Jetzt gucken wir mal, was der Afterburner noch dazu sagt. Ja. Schauen wir mal. Ich fahre das jetzt hier nochmal, weil ich mal gucken will, ob ich da dem Rekord vielleicht nicht doch dominieren kann. Okay, Ja, geht paar runter, Sekunden ne? bis zum Grünlicht. Wir wollen aufs Podium, also viel Spaß und sei vorsichtig. Aber es läuft ja halt flüssig, insofern ist das. Ne? Ich brauche 1000 FPS. Ha! Grün, los, los, los! Unbedingt. Könnte ich eigentlich auch wieder in 30 Bildern aufnehmen. Mindestens bei dem Spiel. Würde ja reichen. Versuchen mit V-Sync auf 60 zu zwingen, dass er die 60 laufen hat, aber das wäre bescheuert, weil wozu? Flüssig ist halt flüssig, ne? Nebenbei trinken, geht das? Gut war das jetzt nicht, aber es geht. Ja, noch ist das alles gemächlich, da kann man auch mal noch mit einer Hand fahren. Alles machen noch hier. Aber das wird bestimmt nicht mehr lange dauern, dann wird das schwieriger. Jo. Level erhöht. Sehr schön. Nehmen wir alles mit. Ha. Ja, dann gucken wir mal, was wir noch pimpen können hier. Und dann dominieren wir weiter. Würde ich mal sagen. Handling-Bremsen jucken mich nicht. Cockpit-Upgrade, das bringt alles nichts. Hier, da können wir. Ja, gut, bremsen, ne? Handling kann eigentlich nicht schaden, das bauen wir uns ein. Kalle und Race, ja, dann wollen wir mal gucken. Weg vom Fenster. Okay, noch ein paar Sekunden bis zum Grünlicht. Wir wollen aufs Podium, also viel Spaß und sei vorsichtig. Grün, los, los, los! Ja,
Ja, wie kann ich jetzt eigentlich mein NOS verwenden? Doch mal eine berechtigte Frage, oder? Eigentlich müsste ich ja mal NOS verwenden. Das muss ich dann eh neu starten, dann kann ich auch mal eben nachgucken. Oder auch nicht. Doch, da ist Steuerung. Gas. Was ist hier mit dem Menü los? Wieso kann ich hier nicht scrollen? Das ist doch... Irgendwie, ja, ist das kacke, ne? Immer diese Bugs. So, willkommen zurück, sozusagen. Es gab da wohl einen Community-Patch. Mal gucken, was er bringt oder nicht bringt. Lass mal laufen. Das passt dann schon. Ja, oder auch nicht. Ja, genau, stürz mal ab. Das ist eine gute Idee. Nicht. So was. Du. Ja, ja. Spitzenmäßig. Tja. Da kannst du schon wieder knicken hier. Kann einfach nicht wahr sein. Aber gut. Auf ein neues. Kompatibilitätsmodus Vista Service Pack 2 anscheinend, obwohl es eigentlich auf Windows 7 können sollte und somit auch auf Windows 8 laufen sollte. Okay. Macht ja bald mehr Probleme wie noch ältere Spiele. Das finde ich lustig. Ja. So, ich wollte hier dominieren eigentlich, ne? Weiter geht's. Tja, so schlimm hatte ich ja seinerzeit nicht in Erinnerung. Okay, noch ein paar Sekunden bis zum Grünlicht. Aber wenn man sowas aufnehmen will, dann ist das ja immer so, ne? Sei vorsichtig. Den Hut da eigentlich? Grün, los, los, los! Irgendwie funktioniert mein NOS immer noch nicht. Warum? Was soll der Keck?
Ne. Wieso kann ich hier nicht scrollen? Was soll sowas? Das ist doch... Naja, mal gucken, ob ich auch so dominieren kann. Das nervt. Gut, dass ich das für die PS3 auch habe. Dann ist mir auch die Grafik mal egal. Anschließen. Spaß haben. Manchmal braucht auch ein Nerd und ein Geek mal so eine Spielekonsole. Wenigstens für Rennspiele. Wenigstens haben wir hier keine Breitbildprobleme mehr. Wie bei noch älteren Need for Speed Spielen. Dann wäre das ja jetzt hier der quasi Point of No Return, deinstallieren und weg den Shit. Kein Bock mehr. Jo, wir dominieren. Wunderschön. Läuft doch. So. Gib mir NOS, verdammt Max. Ich brauch NOS. Nicht hier rüber, ne? Mann. Ja, wieso haut er dann keinen NOS rein? Das ist halt wieder geil, ey. Eingestellt ist es doch. Naja, wir werden sehen. Alles meinen alten Zeiten. BMW stellt für dieses Event haben wir alle schon mal gemacht. 135i. Ja, dann fahren wir jetzt BMW. Ist ja auch nicht so schlimm. Okay, noch ein paar Sekunden bis zum Grünlicht. Wir wollen aufs Podium. Also ja, jetzt gibt's auch keinen NOS wahrscheinlich, ne? Weil der serienmäßig sein wird. Naja. Grün, los, los, los! Perfekter Start. Yeah. Ihr fahrt doch alle Scheiße, Mensch. Echt gerne hupen, ne? Nein, nicht mal gucken, wer das alles auf Steam hat. Brauch mal richtige Gegner wieder hier. Tschüss.
schön die hohen Drehzahlen, ja. Geschwindigkeit aus Drehzahl, ja. Oh, shit. Ein bisschen driften kann man ja auch mal, ne? Kann man sich auch die Wiederholungen hier eigentlich angucken oder haben die das ausgebaut, das sind für Speed hier? Ja, alles schön, alles gut. Wiederholung. Yeah, cool. Ich würde den Crash nämlich gerne sehen. Das hat ihn ordentlich gescheppert. Okay, das war nix. Aber der kam später auch erst, oder? Motorhaube stand ein bisschen höher. Sieht verdammt gut aus, ne? Grafisch, muss man sagen. Schön angeschoben. Jo, erste Runde und erster. Und tschüss. Was? Döner Paris? Denkt er? Ja, ein bisschen driftet, ne? Gut, reicht dann auch. Weiter geht's, ja. Gut gemacht, du hast die nächste Stufe freigeschaltet. Ja. Na klar. Videosequenz macht er dann mit 75 FPS, das ist witzig. Naja. Jetzt musst du dein Talent auf Anschlussvorderstrecken zeigen. Da würden es nämlich eigentlich die 30 tun. Und während des Spiels wäre 75 vielleicht besser, ja. Aber nur vielleicht. Ich meine, die Frame-Time ist ja super, es läuft ja, ne? Kann man nicht meckern. Aber das ist dann wie bei The Crew auch. Da stellst du auch auf 30 und das fühlt sich super an. Du musst jetzt vielseitiger sein und dich auf verschiedene Renntypen einstellen. Ja, jetzt, wo dann du den Sprung geschafft hast, werden wir stärkeres Porsche. Okay, machen wir den Wagen fertig, damit du wieder auf die Strecke kommst. Oh, dann hauen wir rein. Ja, so weit waren wir irgendwann schon mal, sonst hätte ich da keine Zeiten, ne? Dominiere. Dominiere dich selber oder so. Aber ich würde sagen, wir machen erst einmal
noch weiter, wo wir noch weiter zu machen haben, ne? Wir haben die Möglichkeit, bei diesem Event den Nissan 350Z zu fahren. Machen wir das. Machen wir das. Run, run, run. Wie? Kein Cockpit. Was ist denn da jetzt los? Der mich jetzt verarschen? Oh, ey, hör mal, wer hat das verbrochen hier? Das kann nicht wahr sein, Freunde. Das ist doch scheiße, ist das. Im Ernst. Das geht mir am Piss. Das geht mir richtig am Piss. Da passieren Sachen bei diesem Stück Software, das ist... Ich das vor einigen Jahren gespielt habe, war das nicht so. Also was ist hier los? Was soll das? Hier kann man nichts dazu einstellen. Ich will ins Cockpit, verdammt. Kamera, kann man hier was verstellen? HUD-Modus wechseln. Kamera wechseln, Taste 2. Warum nicht C, wie es schon immer war? Und dann kann man das einfach umstellen, wenn da mal Mist passiert. Das wäre doch mal was. Wir haben die Möglichkeit bei diesem Event. Ja, wir haben die Möglichkeit, ja. Wir haben viele Möglichkeiten in dieser Welt. Regt mich das auf, ne? Oh, na also. Oh, der ist aber böse. Strecke hier. Und tschüss. Und der schreit. Alter Schwede. Thank you.
Da geht die Post ab. Ladungsevent und so weiter. Ja, ich dominiere. Und damit beende ich dann jetzt mal diese Folge. Haut rein. Bis dahin.